Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Yonda. In der letzten Folge waren wir hier bei dieser Schlucht, sind wir am Ende der Folge angekommen, wollten eigentlich durch, aber ich muss euch leider enttäuschen, ich habe nochmal auf die Karte geschaut und habe gesehen, hier ist ein Ausrufezeichen und hier auch nochmal dieser Stein der Weisheit. Bevor wir in die nächste Region gehen, würde ich sagen, erforschen wir das Ganze mal. Wir starten mal mit dem ersten Ausrufezeichen, dass wir das nochmal schnell mitnehmen und auf jeden Fall denke ich mal, dass wir diese Folge dann soweit sind und dann sagen können, jo, wir gehen mal rüber zu der Düsternis. Aber ich bin natürlich neugierig. Da hinten sind auch nochmal zwei Fragezeichen. Was hat es hier mit auf sich? Und das hier müssen wir mal eben, also immer wenn wir das jetzt hier mal so sehen, aufforsten. Ich würde das schon ganz gerne irgendwann komplett haben, aber wir da alle immer finden, bei jeder Region, das ist sehr unwahrscheinlich. Da müsste man wirklich schon sehr dahinter sein. Ach, da oben ist ein Schild. Hier sind Grillen am Zirpen oder so. Versuchen mal zu diesem Schild zu gelangen. Ich hoffe, da kommen wir auch hin. Ist das Grillenzirpen oder ist hier oben ein Elektrozaun oder was ist das? Ist ja furchtbar. So. Dann wollen wir mal. Ah, guck mal hier. Praktischerweise. Da vorne ist noch die Höhle. Da wollten wir auch als nächstes hin. Und hier haben wir so eine Übersicht, wo noch vielleicht braune Punkte sind. Da hinten zum Beispiel. Da haben wir noch nichts. Da müssen wir uns mal merken. Interagieren. Ein guter Platz für eine Hängebrücke. Ja, genau. Wir sind absolut der Schreiner vom Werk. Wir brauchen noch mehr Holz. Boah, dieses Grillen hört man. Was ist das? Ist ja furchtbar gerade hier. Wenn es jetzt hier aus dem Baum kommt, dann ciao. Nein, leider nicht. Oder doch? Es ist auf jeden Fall jetzt leiser. So, dann bauen wir jetzt eine Brücke. Annehmen. Yay! Da ist die Hängebrücke fertig. Und hier ist auf jeden Fall Gras, was wir mal mitnehmen können. Wir brauchen mehr Samen. Wenn wir denn welche bekommen würden. Leider nicht. Das nehmen wir gerne mal mit. Was erwartet uns da oben? Irgendwie habe ich. Wir kriegen ja hier keinen Schaden in dem Spiel. Also hätte ich gedacht, hier oben Bosskampf oder so. Tierhaut. Oh nein, die armen Tiere. Drei alte Münzen. Ja, das war's dann auch schon. Ja, da unten wollte ich ja noch ein Bäumchen pflanzen. Dann eilen wir mal schnell dahin. Und dann wollten wir eh in die Höhle da vorne. Dann können wir mal eben die Markierung hier wegmachen. Und hier lieber einen Pfad setzen. Da gehen wir dann als nächstes hin. Zack. Es ist tatsächlich Krähenzirpen hier. Was aber doch ein bisschen nervig ist auf Dauer, aber gut. Wir akzeptieren das mal. Können wir eh nichts dran ändern. Wir nehmen noch mal ein bisschen Gras mit, einfach nur mit der Hoffnung, dass wir hier Samen rauskriegen. Das klappt ja auch. Zumindest einmal hat es jetzt geklappt. Und dann haben unsere Tiere auch was zu fressen. Ich weiß gar nicht, hätte ich das da in den Futtertrog reinlegen müssen? Ich glaube, ich habe unser armes Griffel verhungern lassen, oder? Oh mein Gott. Was habe ich nur getan? Ja, jetzt bin ich hier schon verpeilterweise vorbei. Wir müssen nämlich da hoch. Dann nehme ich auch direkt mal den Hammer in die Hand. Ich glaube, die Steine respawnen auch immer. So, hier ist die Höhle. Und hier nähern wir uns auch. Die Pilze sind auch wieder respawned. Es respawnt einfach alles, glaube ich. Außer Kisten würde ich jetzt einfach mal vermuten.
Hier ist irgendwo ein Kätzchen. Hier können wir auch angeln. Ich habe doch hier gerade ein Kätzchen gehört. Alles kaputt machen hier. So. Dann nehmen wir auch mit eine Planke. Hier können wir auch angeln. Ach, guck mal hier. Ein Kätzchen. Man kommt tatsächlich hier rüber. Oh mein Gott. Blaubeerensame. Oh Gott. Aber komme ich dann wieder zurück auch? Ja, du bist doch unser Kapitän. Hey. Hey, hab gehört, du bist nach Fairmont gekommen. Ah, nee, ist nicht unser Kapitän. Freut mich, dass es dir gut geht, nach allem, was passiert ist. Ich wollte mal Hallo sagen, aber ich musste für Marina Material für die Reparatur des Docks sammeln. Sie sagte, das bin ich ihr schuldig, nachdem mein Boot das Dock ruiniert hat. Also, ist doch der Kapitän. Nun kannst du etwas über den Rest der Mannschaft herausfinden. Wahrscheinlich, während ich hier Marina helfe. Naja, du warst jetzt nicht so wirklich schuld, ne? Im Endeffekt war es der Sturm. Kollege. Jetzt bin ich ja schon wieder ganz woanders, wo ich eigentlich hin wollte. Aber ich wollte mal eben schauen, ob hier vielleicht noch so ein paar kahle Stellen sind. Genau, hier. Weil hier haben wir noch nicht so geschaut. 23 sind noch übrig, also... Ich habe hier gerade ein Kätzchen gehört. Da. Kätzchen mitgenommen. Und dann gehen wir mal hier wieder hoch. Und damit wir wieder zurück können. Zu dieser Höhle zurück. Ich lasse mich schon wieder viel zu sehr ablenken hier. Irgendwo eine kahle Stelle. Nein, hier nicht. Nehmen wir aber dennoch mal mit. Blaubeerensamen und Kräutersamen. Gut, 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 gut. Dann gehen wir mal wieder zurück in die Höhle, wenn wir es können von hier aus. Dam, 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 dam. So, nehmen wir mit. Hoffentlich können wir da überhaupt zurück. Sieht mir aber so aus, auch wenn es nicht so einfach ist, aber es scheint zu funktionieren. Da hinten hätten wir noch einen Schatz. Wie kommen wir da hin? Okay, so nicht extrem. Hallo? Hallo? Oh, ich bin tot. Wenn man es so nennen mag. Ja, so geht's auf jeden Fall nicht. Dann gucken wir mal, wie es denn anders geht. Nicht so hastig, der geht auch immer so schnell. Schwupps, einmal darüber. Dann... Irgendwie ist er nicht gesprungen. Ja, ich glaube, dass wir so nicht mehr darüber kommen. Das ist ja doof. Gut, dann laufen wir den Umweg. Meine Neugierde hat mich jetzt in diese Situation gebracht, aber hey, wir kriegen das schon alles wieder hin. Laufen wir einen Umweg. Auch okay. Schätze ich. Ach nee, jetzt sind wir genau auf der Höhle, ne? Aber auch interessant.
Weil hier waren wir auch noch nicht. Da können wir wieder was pflanzen. Ein Tagebuch. Das sind die Überreste eines Tagebuchs. Die Düsternis ist einfach zu dick. Wir mussten den Hof schließen. Wir ziehen uns zwar zurück, hoffen aber, ihn eines Tages wieder aufzumachen. Ja, da ist nicht mehr viel zum Aufmachen, Leute. Ich glaube nicht. So, dann hier ein Bäumchen hin. Hier ist irgendwo ein Kätzchen. Da oben. Los! Hoch mit dir, Rotschopf. Kätzchen. Ich bin unterwegs. Yay. Neun Kätzchen sind hier noch übrig. Da haben wir nochmal so ein Dings 2 sogar. Zum Wiederauffrischen. Da brauche ich mal eben die Sense. Jetzt ist hier aber mal Sense. So. Ja, die Samen gehen uns aus. Das können wir alles nicht pflanzen, ne? Sheet. Was tun, was tun? Ich könnte jetzt natürlich einen Baum fällen, mit der Hoffnung, dass ich 2 Samen rauskriege. Bekomme aber nicht mal einen Samen raus. Na super, dann muss ich das hier mal markieren. Zum Glück kann man das ja hier. Und werde mal hier eine Markierung setzen. Und ja, das werden wir uns dann einfach mal merken. Hier hat der Extrem die Natur zerstört und hier muss er es wieder aufforsten. Wir brauchen mehr Samen. Wir müssen aber jetzt erstmal wieder runterkommen. Am Boden der Tatsachen. Damit wir die Höhle können. Tja, da vorne ist auch wieder so ein Ding zum Pflanzen. Ach, da links ist unser Bauernhof. Tja. Schade ist es nicht, ne? Also jetzt hier, dass wir da noch kahle Stellen haben. Was will man machen? Gut, wir gehen jetzt hier nochmal zurück, denn es war nicht das, was wir wollten. Hier irgendwo ist dieser Stein der Dingensbummens, der Weisheit. Ja, angeln wollen wir jetzt nicht. Hier, oder? Ja, sieh mal einen an. Interagieren. Beweise dein Einfallsreichtum. Das Potenzial zu erschaffen und zu lernen formt die Zukunft. Stelle Gegenstände her. 5-mal geh zurück zum Stein der Weisheit. 5 Gegenstände herstellen. Das sollte ja kein Problem sein. Hier Stöcker. 1, 2, 3, 4, 5. So. Der Pfad ist offen. Stein der Weisheit. Grasland. Abgeschlossen. Yay, 5 Missionen haben wir hier noch übrig in diesem Biom. Will ich da durch? Ah, okay, dafür sind die Dinger da. Hallo, Geisterwesen, Dingens. Die Geister sind meine Kinder. Kümmer dich bitte gut um sie. Okay. Finde. Ach so, wir haben ja noch als Aufgabe jetzt die vermisste Mannschaft zu finden. Ja, müssen wir mal gucken. Ist natürlich auch in unserem Interesse, dass wir die Mannschaft finden. Aber die werden wir so schnell wahrscheinlich nicht finden. Weil die Mission führt uns jetzt auch wieder hier zu dem. Aber das interessiert mich gerade noch nicht mal so ganz. Ich will darüber.
Gott. Oh Mann. Alle Mann an Deck. Ab geht die wilde Fahrt. Oder auch nicht. Kommen wir hier überhaupt. Ich sehe nichts. Hallo? Rotschopf, wo bist du? Da. Darüber balancieren können wir wahrscheinlich dann nicht. Oh nein. Rotschopf, nicht absaufen. Ich glaube, wir müssen komplett von der anderen Seite dahin. Für mein Vorhaben. Aber egal. Nein. Oh, abgesoffen. Jetzt starte ich jedes Mal wieder hier. Das ist ja jetzt nicht so geil. Ich will wieder zurück. Na, wie komme ich denn? Ich kann doch gar nicht so weit springen. Nee. Ah, okay. Gut, praktisch. Na gut, jetzt müssen wir Samen finden und dann noch die restlichen Dinger da aufforsten. Und ich wollte sowieso mal bei unserem Bauernhof nachgucken. Ich würde sagen, dann nutzen wir doch mal die Teleportation. Wir haben das noch nie gemacht. Und teleportieren uns zu unserem Hof. Beam me up, Scotty. Und dann geht es zum Hof. Und hier sind wir dann auch schon. Der Stein ist dann allerdings weg. Aber hey, gibt Schlimmeres. Den können wir uns dann neu craften. Wie es aussieht, ist aber Futter da, oder? Interagieren. Ein Groffel. Bietet einem großen Tier komfortablen Platz. Das Tier wird hier sehr glücklich sein. Großes und sanftmütiges Herdentier im Grasland. Überraschend weiches und flauschiges Fell. Okay, und liefert Groffelmilch. Kann man dann so die Eigenschaften von dem jeweiligen Tier sehen. Und jetzt haben wir hier nochmal die Samen, die können wir mal so einpflanzen. Das sind ja extra die für die Felder. Hallo? Kartoffeln und das sind die Blaubeersamen. Jetzt haben wir hier noch einmal diese. Dann haben wir jetzt auch nur noch die Werkzeuge im Inventar. Das macht es auch ein bisschen übersichtlicher. Ey, hier liegt Scheiße. Ach so. Das ist dann die Sauberkeit, wenn man. Ah, okay. Und was haben wir jetzt hier? Haben wir die Milch jetzt da am Start? Aha, dreimal. Das ist ja cool. Also wir müssen gar nicht mal wirklich was tun dafür. Einerseits cool, aber auch irgendwie schade. Naja. Nehmen wir es mal so hin. Ja, hier sind überall noch freie Stellen. Wir haben einfach keine Samen mehr, die man so setzen kann. Ich würde sagen, dass wir aber jetzt wirklich zu dieser Schlucht gehen, weil die vermissten Crewmitglieder finden wir jetzt hier nicht. Das lasse ich mal als Markierung, damit ich mir das merken kann. Und ansonsten verfolgen wir jetzt hier diese Mission. Das müsste dann auf der Suche nach dem Ursprung. Ja, genau. Das ist dann diese Mission, die wir jetzt angehen wollten. Und begeben uns auch in diese Richtung. Hier haben wir noch zwei Fragezeichen auf dem Weg, die können wir mal eben untersuchen. Ich weiß, eigentlich wollten wir ja schon längst durch die Schlucht gehen, nach dem gemeinen Cliffhanger, aber dafür haben wir jetzt irgendwie hier zu viel zu erledigen gehabt. Hallo. Hast du meine Groffels gesehen? Es sind Prinzessin Glitzer, Fluffykins und Mr. Peabody. Sie sind solche Lauser, meine Goffis. Groffis. Wir wollten gerade unseren Morgentee trinken und Kleider anprobieren. Da waren sie plötzlich weg. Ich weiß, dass du mir helfen wirst. Fluffykins wird ganz verängstigt sein. Eine Spur von Schleifen wird dich direkt zu ihr führen. Okay, jetzt müssen wir die Fluffys suchen. Von ihr. Ja, dann werden wir die Mission auch noch mal eben machen. Aber ich denke mal, das ist ja eh nur eine Quest, die man einmal macht. Oh Gott, was denn da? Hier ist doch irgendwo eine Katze. Ach, da ist er auch schon. Da haben wir sie mitgenommen.
Wunderbar. Und jede Menge Rohstoffe hier. Und Düsternis. 6. Okay, da sind wir auch noch nicht gut genug für. Das wird schon alles mit der Zeit. Ob man da oben auf diesen Felsen hin kann. Ich weiß, ich bin immer so neugierig. Kotzis süße Wesen. Kotzi? Hieß die Kotzi? Ich habe es gar nicht gelesen. Was ist das für ein Name? Ja. Dann holen wir hier auch nochmal gleich ein paar Samen, wenn wir es können. Ja, einmal Samen. Dann nehmen wir nochmal alles mit. Die Tiere mussten wir irgendwie nicht füttern. Vielleicht geht es irgendwie automatisch oder so. Ich weiß es nicht. Nein, wir haben leider nicht die Samen bekommen, die wir haben wollten. Verdammter Mist. So eine Schleife zeigt dir den Weg direkt zu ihr. Oder zu ihm, zu dem Koffi. Bin gespannt. Absolute Zerstörungswut hier. Ach, da unten ist doch schon die Schleife. Da ist sie ja, da ist sie ja. Scheint, als wäre Fluffy Kins nach Süden gegangen. Ja, und wohin uns diese Spur führen wird, ich würde sagen, das erfahren wir in der nächsten Folge von Yonda, nämlich übermorgen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bin raus und sage erstmal bis dahin. Tschüss.